Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei knappen 30.200 US-Dollar, sehen im Moment einen leichten Abverkauf. Wir werden uns auch, wie du hier im Hintergrund sehen kannst, nochmal unsere Trades ganz genau anschauen, wann wir möglicherweise nochmal Profite realisieren. Und wir werden uns heute ein interessantes Schaubild anschauen, nämlich den Vergleich zu unseren anderen Zyklen, die wir damals hatten. Also, deshalb würde ich sagen, ohne lang rumzuschnacken. Starten wir direkt rein. Let's go. Alright, falls du hier neu auf diesem Kanal sein solltest, lasst doch gerne mal ein kostenloses Abo da. Auch gerne liken, nicht vergessen. Auch hier zählt es wieder. Wenn ihr kommentiert und liked, kommt ihr in die Lostrommel am Sonntag für ein Community-Paket, das dann rausgeht. Also 6 Monate Bitbull-Member werden for free. Wenn du da Bock drauf hast, gerne kommentieren und auf jeden Fall liken. Und du musst Abonnent dieses Kanals sein. Gut. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier rein, schauen uns das Ganze auf dem 4-Stunden-Chart an und wir bekommen jetzt diese leichte Korrektur, die wir uns gestern hier auch angeschaut haben, wo ich auch gesagt habe, es ist jetzt auch völlig normal, wenn jetzt Bitcoin hier nochmal etwas runter korrigiert, vielleicht sogar mal noch Richtung 29.200 Dollar fällt, ist das immer noch kein Hals- und Beinbruch. Ja, deshalb jetzt hier keine Panik kriegen. Das bedeutet, Bitcoin hat jetzt erstmal noch hier ganz guten Support. Den haben wir noch nicht angelaufen auf dem 4-Stunden-Chart. Jetzt werden die 29.830 Dollar. Hier sollte das erste Mal ein Bounce reinkommen. Sollte das nicht der Fall sein, geht es nochmal runter in diese Zone hier zwischen 50er EMA und unserer Vector Candle, also zwischen 28.900 und 29.300 Dollar in diese Zone hier unten rein. Meiner Meinung nach, somit haben wir dann diese Vector Candle abgeholt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dann hier ein schönes kleines Reversal formen und dann einen schönen Bounce an dieser Stelle dann hier nochmal reinbekommen. Also das für den 4-Stunden-Chart für den heutigen Tag definitiv im Auge behalten. Wie du auch gut sehen kannst, wir sind jetzt hier natürlich in einem Downtrend. Wenn dieser Downtrend nach oben hin wieder durchbrochen werden sollte, kannst du davon ausgehen, dass wir dann hier wieder einen sehr starken Move Richtung 32.000 Dollar bekommen würden. Ja, man hat jetzt hier wie so ein kleines symmetrisches Dreieck, kann man hier sich dann auch nochmal einzeichnen mit 2 Touchpoints oben, 2 Touchpoints unten. Ist jetzt nicht optimal, weil man hat wirklich nur 2 Berührungspunkte an dieser Stelle. Deshalb würde ich das so ein bisschen außer Acht lassen, aber man sieht halt trotzdem, dass sich der Kurs jetzt hier wieder langsam zuspitzt. Ja, und deshalb kann man davon ausgehen, dass man auf jeden Fall hier ein nächstes Breakout in den nächsten Stunden bzw. in den nächsten 1, 2, 3 Tagen durchaus erwarten kann. Dann schauen wir uns noch den MACD an. Auf unserem MACD ist es jetzt so, dass wieder negatives Momentum reingekommen ist in der Nacht. Ja, am Sonntag war es hier nicht allzu viel los. Der MACD ist jetzt hier massiv wieder abgekühlt. Schaut euch das mal an. Er hat jetzt eigentlich dieselbe Bewegung, die wir bei unserem MACD nach oben hatten. Ja, mit einem sehr, sehr starken Move nach oben, knapp 4.000, 5.000 Dollar sind wir hier bei Bitcoin angestiegen. Haben wir fast dieselbe Bewegung bei unserem MACD gesehen, obwohl wir hier nur leicht nach unten korrigiert sind. Also ihr seht schon, ja, dieser MACD ist immer ziemlich tricky. Deshalb verlasst euch nicht drauf. Ich habe es gestern auch nochmal gesagt, wenn wir hier einen Cross reinkriegen, dass wir hier dann sofort instant abverkauft werden. Ja, bei sowas immer sehr, sehr vorsichtig sein. Der RSI kühlt weiterhin ab auf dem 4-Stunden-Chart. Genau das wollen wir sehen. Genau das gefällt uns. Ja, wir sind jetzt hier bei 52 Punkte. Also kann man davon ausgehen, dass wir hier nochmal weiter nach unten gehen. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass wir vielleicht so kurzfristig sogar nochmal unter 50 Punkte fallen. Und wenn wir hier unten reinkommen an dieser Stelle, dann sind wir sogar wieder im Überverkaufbereich. Also ihr seht, das geht dann wirklich sehr, sehr schnell. Das geht dann ratzfatz bei uns unserem Bitcoin und im Moment ist es wirklich so, dass wir hier auf einem guten Weg sind. RSI hat sich wieder abgekühlt, das heißt, Bitcoin muss sich jetzt einfach nur stabil halten. Er muss nicht mehr machen. Ja, er muss sich einfach nur auf diesem Level stabil halten und dann wirst du sehen, dass Bitcoin es nochmal probieren wird, die 32.000 Dollar dementsprechend anzulaufen. Es könnte sich jetzt auch an dieser Stelle auf dem 4-Stunden-Chart eine schöne Bullflag formen. Schaut euch das mal an. Wir haben oben schöne Touchpoints, wir haben unten schöne Touchpoints. Also es kann durchaus jetzt passieren, dass wir jetzt erst an dieser Stelle hier diese Bullflag reinbekommen, die wir eigentlich die ganze Zeit hier erwarten. Also schreib gerne mal deine Meinung unten rein in die Kommentare. Sieht aber jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht aus. Ja, wichtig ist immer, wenn wir einen starken Anstieg haben, wir wollen einen Retrace sehen, wir wollen eine kleine Korrektur sehen, um Kraft zu sammeln, um weiter nach oben durchzubrechen. Was wir nicht sehen wollen ist, dass Bitcoin nach oben geht, nur für ein paar Stunden hier akkumuliert, weiter nach oben geht, akkumuliert, weiter nach
nach oben geht, das wäre ein sehr, sehr ungesunder Chartverlauf und deshalb bin ich eigentlich ganz happy, dass Bitcoin das im Moment so macht, wie er es denn macht. Jetzt schauen wir uns noch den Weekly Close an und den Daily Close, deshalb switchen wir kurz rüber in den anderen Chart. Let's go. Gut, wir sind hier auf den Wochencharten, wie du ganz gut sehen kannst. RSI Wochenchart ist bei 61 Punkte, also da haben wir massiv Luft nach oben. Was allerdings sehr spannend ist, ist folgendes, dass wir ein selbes oder sehr, sehr ähnliches Chartmuster sehen, wie wir das hier gesehen haben und zwar am Anfang März 2023. Jetzt wird die Sache halt interessant, wir hatten einen Weekly Close und man muss es wirklich sagen, wir hatten den Weekly Close über unseren Hoch, was wir hier hatten Anfang April. Das ist jetzt erstmal ein gutes Zeichen. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist folgendes, dass wir genau an dieser Stelle wieder Vector Candles reinbekommen haben. Und Leute, ganz wichtig, wenn ihr weitere Informationen haben wollt darüber, ja, schaut euch auf jeden Fall mal unseren Telegram-Kanal an. In unserem Telegram-Kanal poste ich immer sehr viele wichtige Sachen für euch rein. Das heißt, wenn du da Bock drauf hast, komm da gerne rein. Ja, da gibt es immer wichtige Informationen, die ich dann hier auch immer wieder teile. Deshalb, das sind mehr als 13.050 Leute hier am Start. Deshalb gerne reinkommen. Link findest du auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Was wäre jetzt gut? Also gut wäre natürlich, wenn wir jetzt uns hier weiterhin halten und über die 32.000 Dollar kommen. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir immer noch jetzt in dieser Woche und deshalb ist diese Woche jetzt wirklich entscheidend. Ja, müssen wir davon ausgehen, dass wir diese Vector Candle im Worst Case sogar nochmal abholen könnten. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Bitcoin muss es in der Woche auf jeden Fall jetzt über 32.000 Dollar schaffen. Sollte er das nicht schaffen, gehe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon nochmal aus, langfristig gesehen, über die nächsten 2-3 Wochen, dass wir durchaus nochmal in diese Zone hier reinkommen könnten, Richtung 27, 28, 26.000 Dollar. Das wäre natürlich nicht so optimal, ja, aber da werde ich dich definitiv auf dem Laufenden halten. Dann schauen wir uns noch den Tageschart an. Wie sieht es da im Moment aus? Tageschart weiterhin sehr, sehr stark. Wir haben es uns gestern auch nochmal angeguckt, dass genau dieses Hoch, was wir hier hatten, und zwar dieses Double Top, das war nämlich Ende April, Anfang Mai, dass das jetzt hier zu Support werden muss. Und ihr seht ja, genau diese Zone hatten wir uns dann gestern auch in unserem Stream angeschaut. Und wie du jetzt hier schön sehen kannst, ist es im Moment so, dass wir hier genau dieses Level erstmal halten. Also das wäre gar nicht mal so schlecht, was hier gerade auf dem Tageschart jetzt hier passiert. Wir müssen es auch halten, weil wenn wir es nicht halten, wird es ungemütlich. Ja, dann könnte so ein hässliches Double Top hier entstehen, was uns nochmal hier runterbringen könnte und somit dann auch nochmal auf den Wochenchart uns hier Richtung 26.000 Dollar drücken könnte. Also ihr seht, ja, es greift hier immer alles eigentlich ineinander. Das ist jetzt hier keine willkürliche Analyse, was man macht, sondern ihr seht, Wochenchart, Tageschart, 4-Stunden-Chart, passt einfach alles sehr, sehr gut zusammen an dieser Stelle. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns das Ganze für euch auf den 15-Minuten-Chart an. Also für euch Daytrader wird die Sache natürlich heute dann sehr, sehr spannend werden. Wenn man sich das nämlich mal anschaut, ist es so, dass wir unser Daily Open hier im Moment hatten, sind sehr stark nach unten gefallen, hatten dann hier wieder eine Vector Candle, die sehr stark aufgekauft worden ist mit zwei großen Wicks. Und das ist jetzt genau unser Problem für den heutigen Tag. Und zwar dieser Wick. Es kann durchaus möglich sein, dass Bitcoin diesen nochmal füllen will. Wichtig ist, dass unser M1-Level hält und dass dieser Wick dann hält. Ja? Und dass wir dann hier einen doppelten Boden reinbekommen. Das wäre das bullische Szenario. Das heißt, wenn wir nochmal nach unten fallen, müssen wir auf jeden Fall jetzt hier diesen doppelten Boden reinkriegen. Best Case wäre, wir kriegen das ganze Ding jetzt schon rein und gehen Richtung M2. Also das solltet ihr für den heutigen Tag definitiv im Auge behalten, vor allem, wenn man sich jetzt hier auch nochmal die wichtigen EMAs anschaut und schaut euch mal an, wie krass diese hier immer wieder zu Widerstand werden. Ja, vor allem der 50er und der 200er EMA, 200er EMA ist diese weiße Linie, die du hier siehst, Support, Support, Widerstand, 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 nochmal Widerstand und die laufen, und jetzt haltet euch fest, genau auf unser Daily Open von heute, also 30.500 Dollar, 30.450, das ist die magische Zone, da müssen wir heute wieder drüber kommen. Wenn wir es nicht schaffen, kannst du davon ausgehen, dass wir spätestens hier, da ist zum Beispiel auch nochmal unser Psi-Low, also es liegt alles auf einem Level, auch der 100er EMA, ja, also da kommt einiges zusammen, dass wir, wenn wir hier nochmal hochkommen, wir durchaus wieder in der Lage sind, nochmal rejected zu werden, um dann hier nochmal nach unten zu fallen. Also das solltest du auf jeden Fall für den heutigen Tag
auf dem 15-Minuten-Chart im Auge behalten. Dann haben wir noch sehr wichtige Infos, deshalb schauen wir uns jetzt hier mal Ethereum an. Und Leute, Ethereum, man kann es nicht anders sagen, auf dem Tageschart, man braucht da auch keine kleinere Analyse machen, Ethereum auf dem Tageschart weiterhin ganz, ganz große Probleme mit den 1.908 Dollar. Wir haben uns das ganze Ding an dieser Phase hier schon eingezeichnet, also das war hier April, wo wir uns diese wichtige Widerstandslinie eingezeichnet hatten und wir kommen einfach nicht über dieses Level drüber. Jetzt auch schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage haben wir hier schon wieder Probleme, hier drüber zu kommen. Und wenn wir hier es nicht schaffen, musst du damit rechnen, dass Ethereum auch nochmal die Tagesvektor-Candle hier abholt und auf dieses Volumencluster hier runterfällt auf 1.800 bis 1.815 Dollar. Ja, also das heißt, wenn Bitcoin es jetzt nicht schafft, dieses Breakout zu sehen Richtung 32k, können wir nicht erwarten, dass Ethereum dasselbe macht und dass Ethereum über die 1.908 Dollar geht. Ja, du siehst es, massiver Widerstand und es sieht wirklich danach aus, als würden wir nochmal hier nach unten fallen in diese Zone rein von 1.790 Dollar. Dann wichtiges Schaubild und zwar, du hast es in den Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen und zwar sieht man hier unsere Bärenmarktzyklen immer bis zu unseren Halving. Also wie hat sich denn Bitcoin verhalten in der Vergangenheit bei unseren letzten Zyklen? Und man muss ganz klar sagen, ja, dass wir jetzt hier einen sehr, sehr ähnlichen Zyklus sehen wie den Zyklus zuvor. Das heißt, wir hatten damals zu unserem ersten Halving, das war dieser grüne Bitcoin-Preis, unser Boden war damals bei minus 85%, sind in eine Seitwärtsphase gegangen. Nach knappen 600 Tagen gab es dann hier wieder einen sehr starken Anstieg und wir sind ins nächste Halving gegangen. Jetzt muss man sich mal den Zyklus 2 anschauen und den jetzigen Zyklus, den wir haben. Und zwar bei Zyklus 2 ist es im Moment so, dass wir hier sehr, sehr stark nach oben angestiegen sind, so bis knapp 600 Tage und dann nochmal eine Korrektur gekommen ist, bis knappe, ja, 30 bis 40%, und dann kam hier dieser Corona-Crash und dann gab es wieder das nächste Halving und wir gehen wieder weiter nach oben. Denn, Leute, das nächste Halving ist around the corner. Ja, das ist schon im März. Das geht jetzt wirklich ratzfatz. Und wie man hier ganz gut sehen kann, verhält sich Bitcoin sehr, sehr ähnlich zum Vergleich zu unserem zweiten Zyklus, also zu dieser blauen Linie und diesem blauen Chartverlauf, den wir hier sehen. Hier war unser Boden bei minus 84%. Unser jetziger Boden ist bei knapp minus 77%. Also das sieht auch ganz gut aus. Das passt auch von den Prozentualen her ganz gut. Ja, und wir sehen im Moment so einen ähnlichen Chartverlauf, wie wir das hier gehabt haben bei unserem letzten Bärenmarktzyklus. Das heißt, wir sind auch nochmal sehr, sehr stark nach oben angestiegen, um dann nochmal eine Korrektur zu kriegen. Und genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt. Wir befinden uns jetzt genau nochmal in dieser Anstiegsphase, meiner Meinung nach, bevor wir dann nochmal so zu gute 30 bis 40% korrigieren können. Jetzt muss man sich auch überlegen, wenn wir uns das Ganze hier nochmal kurz anschauen, 30, 40%, was würde uns das bedeuten? Das bedeutet, wenn wir jetzt hier wirklich über die 32k gehen und unser technisches Preisziel dann auch nochmal von dieser schönen Bewegung, die wir dann hier haben, ja, nach oben, Retrace, nach oben, Retrace, nach oben, Retrace, würde uns nochmal so eine 30% Korrektur, sagen wir mal, wir erreichen unsere 40.000, würde uns, ja, schaut euch das an, nochmal Richtung 30 bis 28.000 Dollar bringen und das wäre dann überhaupt gar nicht schlimm. Also auch hier sind wir weiterhin auf Kurs. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns das Ganze jetzt hier bei unseren Trades an. Die Trades lasse ich weiterhin so offen. Alle wichtigen Links dazu, wo du dich registrieren kannst, einen geilen Bonus abgreifen kannst, findest du unten in der Videobeschreibung. Und wie du ganz gut sehen kannst, ja, auch das alles, was ich analysiere, ich bin komplett transparent für dich hier bei Bitbull auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, wenn du da Bock drauf hast, schau gerne unten rein. Also wir sind hier mit 53.000 Dollar weiterhin im Profit und ich lasse diese Position erstmal weiterhin noch laufen. Das nächste Mal, wo ich erst wieder Profite nehme, sind bei unseren 38.000 Dollar, weil ich davon ausgehe, dass Bitcoin durchaus das Potenzial hat, das ganze Ding nochmal zu erreichen. Cardano läuft auch weiterhin sehr, sehr stabil. Also ihr seht, ja, das einzige Sorgenkind, was wir weiterhin haben, ist unser XRP-Trade, aber ja, das ist einfach, die Leute warten darauf, bis einfach hier eine Entscheidung kommt. Sonst Wirtschaftsdaten, wir haben es gestern auch nochmal angeschaut, will ich trotzdem nochmal drauf eingehen. Wichtigster Tag ist der Donnerstag und der Freitag. Das heißt, Bruttoinlandsprodukt am Donnerstag 14.30 Uhr, Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe auch 14.30 Uhr am Donnerstag und am Freitag kommt nochmal 14.30 Uhr die PCE-Kernrate für den Monat Mai raus. Also sehr, sehr viele Informationen, definitiv da auf jeden Fall mal reinschauen an dieser Stelle. Und jetzt
würde ich sagen, das soll es fürs Video gewesen sein. Wie gesagt, um in die Lostrommel wieder am Sonntag zu kommen, um in, damit teilzunehmen, gerne kommentieren, liken, gerne ein Abo da lassen, gerne das Video teilen. Ja, und denkt an den 15-Minuten-Chart, was wir uns gerade angeschaut haben. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Start in die neue Woche. Hau rein, bleib gesund. Dein Basti. Ciao, ciao.